Und jetzt kommen wir zum dritten Teil dieses Spiels, wie geht's weiter, auf den ich mich immer besonders freue. Und das hat seinen Grund. Wir werden jetzt nämlich, ihr und die Zuschauer zu Hause, den stärksten Mann Europas, den zweitstärksten Mann der Welt kennenlernen. Hier ist Simon Wulff. Okay. Hallo Simon. Hallo. Simon Wulff behauptet, innerhalb von 2,5 Minuten 5 Aufgaben bewältigen zu können. Und was das für Aufgaben sind, das zeige ich Ihnen jetzt. Als allererstes nimmt er dieses doch ziemlich kräftige Fahrrad und faltet es mal eben zusammen. Leichte Übung. Danach, geht er zu diesem Wagen, nimmt das Fahrrad mit, schmeißt es hier rein, übrigens in den Kofferraum, hier vorne wäre es ein bisschen arg viel, geht hier unten an die Stange und versucht den Wagen umzuwerfen, und zwar so, dass er auf dem Rücken liegt. Es reicht also nicht, wenn er auf der Seite ist, sondern er muss richtig, bums, wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt, genau. Das ist die zweite Aufgabe. Nummer 3. Er wird Bekanntschaft machen mit diesen 7 entzückenden Damen. Guten Abend. Allerdings, das ist eine tolle Bademode, finde ich. Also vor allem der hier rechts, den finde ich total toll. Vielleicht kriege ich den ja hinterher mal sehen. Er wird Bekanntschaft mit Ihnen machen, allerdings auf eine etwas andere Art. Er wird unter diese Plattform gehen. Oh, jetzt komme ich auch noch ans Kraxeln. Versucht, stellt sich hier drunter. Oh. Trägt die Damen 10 Sekunden lang, und zwar muss er sie 10 Zentimeter lang hochheben und dort 10 Sekunden lang halten. Keine leichte Übung, denn die Damen wiegen 500 Kilo insgesamt. Und danach, macht er noch eine Bekanntschaft, und zwar mit Bierfässern. Die trinkt er nicht aus, sondern wird sie über diese Hürde auf die Matte werfen. Jedes dieser Fässer wiegt 50 Kilogramm. Also, wenn ich das mal anfasse, so, ich krieg's bis hierhin. Aber er muss sie auch noch locker werfen. Und ganz zum Schluss wird er ein kleines Tauziehen veranstalten. Und das alles innerhalb von 2,5 Minuten. Und für dieses Tauziehen suche ich jetzt 5 Männer. Es melden sich welche, wie schön. Ja, sie halten sich vorsichtig zurück, schauen schon weg. Sie melden sich? Stehen Sie mal bitte gerade auf. Darf ich mal Ihren Arm sehen, wenn Sie den so ein bisschen anspannen? Na, richtig. Ja, gut. Was ist mit Ihnen? Sie machen mit? Ja, bitte kommen Sie doch her. Darf ich mal vielleicht den kleinen Beintest machen? Ein Beintest? Ja. Ist okay. Herr genau. Und Sie? Er ist dabei. Bei Ihnen teste ich nicht. Sie sehen so gutmütig aus. Sie werden das schon machen. Klasse. Gut. Ein kleiner Applaus für die Männer. Das ist mal angesagt. Die Frage ist, ob unser starker Simon es schafft, alle 5 Aufgaben zu lösen. Das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B ist, er schafft 4 Aufgaben. Und Möglichkeit C, er schafft 3 oder weniger Aufgaben. Und das alles, wie gesagt, in 2,5 Minuten. Und während wir unseren Simon oder auch Herkules, ja, ich sag jetzt mal Herkules, richtig warm machen, sehen wir uns gleich wieder. Neben mir steht ein sehr starker Mann. Ja, ist ja gut. Sein Name ist Simon und er behauptet, in 2,5 Minuten 5 sehr schwierige Aufgaben zu lösen. Und unsere Kandidaten haben einen Tipp gegeben, ob er alle 5 schafft, ob er 4 schafft oder ob er weniger als 3 schafft. Und jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier Herren aus dem Publikum, die ganz am Schluss mit ihm ein kleines Tauziehen veranstalten wollen. Und ich sage jetzt, Simon, bist du bereit? Ja. Er sagt ganz leise ja. Das Spiel beginnt. Fahrrad zusammenfassen ist ein seltsames Hobby. Gut. Und zieh an. Hinterher. Und jetzt muss er den Wagen auf den Rücken werfen. Oh ja, ist ja gut. Ja.
27. Simon. Sieben Damen. Keine Angst. 10 Sekunden lang muss er sie halten. Konzentration. 1 Minute 10. Er muss sie 10 Zentimeter hochhieven bis zu der Markierung und dort 10 Sekunden lang halten. Das ist sehr schwer. Die Damen gucken auch ganz kritisch. 30 Sekunden. Nummer 1. Noch 27 Sekunden. Noch 24. Oh. Und noch 1, komm. Noch 1. Ein Pass, heb es hoch. 14 Sekunden. 14 Sekunden, komm. Komm hier. Komm schnell. Und los. 6, 5, 4. Okay, stopp. Simon, herzlichen Dank. Ein toller Sprint war das. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und zuerst einmal möchte ich mich herzlich für den Mut der 7 Damen bedanken, für unsere Herren aus dem Publikum und einen Riesenapplaus für Simon! Gut. I'll be back.